Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, wir haben in der letzten Folge hier die Geräte auf Roboter umgestellt, was jetzt Stahl nutzt und dadurch der Output um einiges höher ist, was natürlich massiv gut ist. Ihr habt mich auch gewarnt, ich soll aufpassen, dass wir mit dem Strom hinterherkommen. Ganz ehrlich, wir kommen hinterher, weil die ziehen jeweils 100 kW mehr. Aktuell sind die Teraflops lustigerweise das Problem. Wait, jetzt ist das Stromproblem. Warum Strom? Lass uns mal kurz nachschauen, weil eigentlich müssten wir die Produktion hier hinkriegen. Aber ich zurückgedreht habe, kann das vielleicht das Problem sein? Da habe ich die nicht ganz auf 1 zurückgedreht. Wir ziehen den mal wieder hoch. Ausgleichsbehälter aktivieren. Dann müsste der jetzt rein theoretisch auch Wasser ziehen. Wir verbinden uns dann mal die ersten auf Rohrleitung 3. Das ist, oh ja, da geht's richtig raus. Oh, schau dir das mal an. Wow, wow, wow. Der Tank zieht jetzt Wasser. Aber die Generatoren laufen wieder und der Strom müsste auch wieder ready to go sein. Meine Teraflops sind aber am Limit. Meine Teraflops. Und wir drehen dem auf 3 hoch. Schauen wir mal, ob er das aushält. Das ist ja noch so eine Sache, die gut zu wissen wäre immer. Weil hier darf natürlich jetzt nichts schief gehen. Also ich glaube auch nicht, dass zum Glück das Ding hochgehen kann. Ich glaube, es kann dann nichts passieren. In meinem Kopf ist es halt so, wenn ich es zu hoch treibe, dann macht's bumm. Wir hoffen es mal nicht. Aber der Tank bleibt auch relativ stabil, wie es ausschaut. Ja, okay. Schwer zu sagen. Jetzt nimmt er aber auch wieder mehr zu, ne? Bedeutet, es wird mehr Dampf produziert wie benötigt. Das ist aber ganz gut eigentlich. So. Und ja, hier hinten habe ich Kohle drin. Was heißt, jetzt habe ich ja hier Dampf und warum und tue Wasser produzieren, warum habe ich hier nochmal eine Anlage? Das ist alles ja so eine temporäre Anlage aktuell. Und wir haben ja alle gemerkt, wie schlecht das hier funktioniert, weil eine Anlage hier 3,6 Megawatt zieht, was natürlich brutal ist. Und wir können damit nicht viele Fahrzeuge versorgen. Bedeutet, der Weg aktuell ist eh eher mäßig. Wir setzen das hier komplett auf Standby wieder. Gut. Der Tank ist lustigerweise fast voll. Obwohl, jetzt scheinen wir ganz gut zu laufen. Generatoren auf Hochleistung, finde ich super. Perfekt. Was ist... Achso, warte mal. Ich glaube, hier ist jetzt das Verkippen voll, ne? Jetzt könnte die mitten verkippen und dann haben wir hier eine volle Anlage. Hier schaut es noch relativ angenehm aus. Ich überlege, ob ich hier rein theoretisch Kabel runterlege, um das von da aus zu fördern. Könnte das natürlich auch eine sehr gute Sache sein. Die Kollegen baggern jetzt hier langsam die Ecken ab, die ich gegeben habe. Das kann natürlich jetzt sehr lange dauern. Aber was ich machen möchte, denn wir wollen technologisch natürlich weiterkommen, auch stromtechnisch alles ein bisschen vorantreiben. Server haben wir Tonnenauflage, da können wir vielleicht nochmal hier unsere Serveranlage ein bisschen hochstufen. So, zack, 34, dann sollten wir jetzt bei 84 Teraflops sein. Gar nicht schlecht. Aber die Anlage ist natürlich sehr, sehr langsam. Und das macht natürlich die Mikrochip-Produktion sehr, sehr anstrengend. Aber ich habe die Vorstellung, dass wir uns doch vielleicht mal hier in diesen Tiefen der Forschung weiter bewegen. Und zwar gibt es hier Kernreaktor 2. Wir moxen das Ganze drum und dran. Ich glaube, das kann ich noch gar nicht. Das kann ich forschen, ne?
Das kann ich mit meinem Level noch forschen. So, wait. Wait. Mikrochip-Produktion 2 kommt danach ins Spiel. Weil danach würde ich die Laborausrüstung umfunktionieren, damit wir das hier abtransportieren können. Hier, Sahn an. Wir haben ja hier noch ein bisschen Forschung aktuell am Laufen. Weil jetzt hatte ich den Kinderreaktor 2, jetzt bin ich nicht hier. Aber wir haben auch natürlich das große Fahrzeug. Fahrzeugverwaltung steigt um 20 Fahrzeuge. Ja, nee. Aber hier, überhitzter Dampf. Das finde ich vielleicht noch sehr interesting. Vor allem, weil mit dem Dampfhöchstdruck kriegen wir Wasserstoff auch daher. Was natürlich eine sehr interessante Sache ist, vor allem gehen wir hier auf 18 Megawatt. Megawatt. Weil das kommt doch die Höchstdruckturbine davor. Und über die Höchstdruckturbine geht es dann in eine normale Turbine. Weil es staffelt sich wieder. Es staffelt sich wieder. Richtig geil. Also es wird lecker. Könnte natürlich sein, dass wir dann erstmal schauen müssen, wie wir das am besten umschalten. Weil du musst rein theoretisch ja dann die Anlage direkt auf das neue System umschalten, was ich natürlich jetzt nicht unbedingt bedacht habe. Montage 2 könnte natürlich auch sehr, sehr fein werden, aber dann sind wir ja hier quasi schon am Ende. Also wir spielen so ein bisschen mit dem Ende, würde ich sagen. Wir bauen jetzt noch den Kernreaktor 2 und dann werden wir den Teil aber auch erledigen. Stück für Stück und dann muss ich mir was Neues einfallen lassen, dann ist diese Serie quasi vorbei. Er wird voll. So genau, weil hier muss jetzt dann rein theoretisch die Hochdruckturbine. Oder ich lasse das so, leite das um und mache dafür eine eigene Anlage. I see a little problem, my friends. So, der ist jetzt am Limit. Gleich. Habe ich hier einen Notfallabschalter drin? Nee, ne? Weil das geht beides nach da hinten. Wie schaut es mit unseren Wassertanks aus? Die werden leer. Okay. Interesting. Interesting. Jetzt sind wir langsam voll. Wie schaut es denn hier aus? Läuft er dann weiter oder sagt er dann, okay, nee, wir bleiben stehen? Das könnte jetzt natürlich interesting facts werden. Weil das Wasser kriegen wir weiter, ohne Frage. Den Atommüll kriegen wir auch weiter. Da haben wir noch oben ein bisschen Platz. Yes, yes, indeed. Und der ist ja quasi voll. Bedeutet, ich muss jetzt eigentlich immer so ein bisschen mit der Temperatur gerade spielen, weil wir nicht genug abnehmen. Vielleicht bräuchte ich einen größeren Speicher. Vielleicht muss ich wirklich nochmal das Ganze ein bisschen umplanen. Das war wieder wahrscheinlich ein riesiger Aufwand, aber irgendwann, wenn ich den Bereich noch freikriege, kann ich vielleicht auch die Produktion ein bisschen weiter vom Rest trennen. Oh, apropos Produktion. Ich sollte noch ein zweiter Schüttgutlager hier dran setzen. Weil ansonsten wird es ein bisschen eng. Alter, schau mal, wie lange Kernreaktor 2 braucht. Holy shit. Ah, wir haben jetzt schon 500 Reaktorkerne auf Lager. Dafür, dass ich nur einen brauche, alle 60 Sekunden sind das, also jede Minute, habe ich 500 Minuten Atomenergie übrig. Ist doch gar nicht schlecht.
Ich glaube, ich würde aber sogar in Zukunft noch weitere Tanks zwischen, also weitere Speicher, weil die sind gar nicht schlecht. Du musst halt eine riesige Versorgung haben. Jetzt halt laufen wir nicht wieder pumpvoll mit dem Lager. Also ich bin mir überlegen. Ich glaube, ich reiße das komplett ab. Die Anlage braucht keiner mehr. Wir haben die jetzt hier sozusagen als für den Test noch im Laufen. Aber meine lieben Freunde, das hier kann alles weg. Wir reißen erstmal die Produktionsanlagen ab. Das brechen wir nochmal ab, bitte. Schauen wir mal, was hier passiert. Aber wir können damit vielleicht sogar rein theoretisch die Anlagen hochziehen. So. Und hier ist ein kleiner Fehler noch. So, und somit läuft jetzt auch dann die Anlage, oder? Und läuft jetzt auf Dauerbetrieb schon fast, ne? Noch nicht ganz. Ich richte schon mal hier auch die Rohre her. Damit grundsätzlich das komplette Konzept schon ready to go ist. Und da läuft der erste Generator los. Megawatt Bedarf. 126 wieder gedeckelt, also wir bleiben in 111, aber haben das alles an einem an einer Anlage. Okay, wie scheint haben wir die ersten Probleme mit dem Durchsatz. Es scheint so, als ob ich noch eine Röhre brauche. Ich mache jetzt mal hier noch so ein Röhrchen dran. Vielleicht ist das auch das Problem, weil die Röhren schauen jetzt nicht unbedingt immer voll aus. Dich verbessern wir gleich mal auf 3. Vielleicht war das auch eins der Probleme. Schauen wir mal. Also warte mal, ich habe natürlich euch noch nicht angepasst. 4, 5, 6, 7, 8. Würde das geht in der Reihenfolge durch und fertig. Ich glaube, wir haben jetzt hier down fast eine Dauerverbrennung, ne? Holy shit. Das, obwohl der Tank leer geht. Fehlt bei euch was? Ne, eigentlich nicht, ne? Holy shit. So, wir machen jetzt ein bisschen einen dummen Move, aber ich will diese. Ah, warte mal, mehr Wasser ist das ja noch, ne? Ich will diese Anlagen ausschalten. Deswegen werden jetzt die mal hier angeschlossen.
Dann tun wir die nicht entleeren. Der Tank geht sogar relativ schnell leer. What? Okay, vielleicht sollte ich irgendwo eine Wasseraufbereitungsanlage separat hinstellen, die nur dafür gedacht ist. Aber mir fehlt halt hier jetzt der Platz. Und ich kann jetzt auch hier keine separate Wasserzuführung gerade erstellen. Aber bei der Geschwindigkeit, in der das Ganze gerade... Oh, ja, vielleicht sollte ich die wieder auf 3 drehen. Vielleicht wird es dann besser. Nur wir schlucken hier quasi gerade Tonnen an Energie. Scheiße, dreht sich das jetzt um wieder? Nope. Ich pausiere mal den Gang hier. Also die Menge an Turbinen ist für den hier zu viel. Wie es erscheint. Kriegt jeder seinen Dampf noch? Ich mag noch mal kurz gucken. Wir haben ja hier ein Prioritätssystem gemacht. Priorität. Dann läufst du hier hin und hast Priorität hier rüber. Genau. Bedeutet, und es läuft immer auf den rechten. Bedeutet, 1, 2, sie gehen immer in der Reihenfolge an, wie sie haben. Wollte, perfekt. Ja, man muss ein bisschen immer kontrollieren, dass auch alles noch genauso läuft, wie man es mal gedacht hatte. Weil das ist jetzt sozusagen wie ein Schneeballsystem. Bedeutet, wenn Dampf ausgeht, geht als erstes ihr hier, die als letzte Strom produzieren soll, der Strom aus, der Dampf aus. Und dann immer so weiter. Bedeutet, es sollte eigentlich immer sie hier eigentlich Dampf bekommen. So, die Tonnen an Wasser, die rausgingen, sollten sich jetzt auch wiederholen. Gut. Trotzdem zeigt es an eigentlich aktuell die Schwäche auf, die wir haben. Und zwar, dass das hier einfach nicht ausreichend ist. Wir brauchen viel, viel mehr. Und ich würde es vielleicht dann hier wirklich seitlich platzieren. Und dann kann man das in die Höhe strukturieren und sagen, hier vorne macht man den Wasseranschluss für das Haupt, für den Haupthahn. Geht hier zurück, macht hier einen Zwischenpuffer für die komplette Atomanlage, die dann in Energie umgewandelt wird. Weil die Sache ist gleich auch, was ich hier als Fehler gemacht habe, ist, ja, hier geht Kohle lang. Die wir nach einer Zeit abbauen werden. Wir werden zwar wahrscheinlich erst den Rand hier abgraben anfangen, aber wir sind quasi im Kohlegebiet. Was natürlich nicht sehr gut ist. Das ist natürlich nicht ganz gut. Gut, wie geht's denn in der Forschung? Aber jetzt wollen wir kurz gucken. Nukleare Wiederwurm. Dann tut ihr den Atommüll nehmen, Säure und geschmolzenes Glas. Okay. Nimm wiederaufbereitetes Uran ein und krieg wiederaufbereitetes Uran 16 raus. Plutonium und Spaltprodukte. Mit dem Plutonium kann ich der Filmfabrik Mox-Stäbe machen. Und diese Mox-Stäbe kann ich dann wieder verarbeiten, richtig? Bloß das Spaltprodukt bleibt übrig. Und das wiederaufbereitete brauche ich Fluorwasserstoff für, damit ich das in angereichertes Uran umwandeln kann. Und abgereichertes Uran, was ich wieder mit Plutonium in Mox-Stäbe umwandeln kann. Okay. Dafür brauche ich eh wahrscheinlich viel Platz, damit ich da eine Reihenfolge habe. Und die Mox-Stäbe wiederum kann ich dann für den Atomreaktor verwenden. Was ist bei dir? Sehr gut. Macht Kernbrennstoff. Angereichertes Uran 20%. Und mit diesem Kernbrennstoff gibt's nichts zu tun? Brutmantel, okay. Muss ich das nicht irgendwo dann zusammensetzen oder sind das alles einzelne Sachen dann? Mit Atommüll kann ich dann wiederum einen
Brutmantel, Brennstoff und Spaltbrot. Alter, what the fuck? Also so Last Level mäßig ist dann... Oh, was ist hier los? Grippe schwer. Wir haben wieder eine Krankheit, Leute. Eine Krankheit. So. Aber Leute, ich würde sagen, das war's fürs Erste. Wir müssen schauen, dass wir genug Platz haben und Fläche für unsere nächsten Anlagen. Ich bin mir überlegen, ob ich nicht hier noch ein bisschen das ganze Vorziehen anfange. Also nochmal eine Bautruppe oder die unsere Bautruppe von hier hinten abziehen, weil ich glaube nicht, dass wir hier wirklich viel machen. Das ist ja eigentlich, ja, okay. Aber dafür bräuchte ich schon eigentlich so einen Radbagger. So ein Schaufelradbagger. Damit wir die Masse hier bewegen können. Dann hier 3000 Verkipper. Weil wir schaffen schon viel. Wenn man mir überlegt, was wir alles vergraben, umgegraben haben, war schon viel passiert. Aber das dauert einfach. Das ist time to wait sozusagen. Wir haben Erde auf Lager, wie blöd. Aber unsere Nahrung passt ja auch alles. Und jetzt haben wir sogar schon den Stand, dass Kohle einfach massiv übergeht bei uns. Also ich kann natürlich jetzt die Lage noch vergrößern, aber ich kann jetzt hier rein theoretisch so machen und sagen, okay, ich mache nochmal ein komplettes Tanksystem. Gib dann die ersten zwei Anschlüsse einmal ihm. Die zweiten Anschlüsse einmal ihm. Dafür habe ich gar nicht mehr die Fläche. Und jetzt wird es umgelagert. Oh, warte mal, das sind sogar nur Einser. Ganz altes Zeug hier. So ein Insta-Upgrade-Button wäre teilweise ganz cool. So, und jetzt wird langsam hier vorne wahrscheinlich wieder Sachen abgenommen. Aber die Tanken pumpen es natürlich gleich wieder voll. Aber solche Massen haben wir aktuell. Das ist eigentlich schon brutal. Gut, aber zurück mal zum Thema, das wir nächste Folge angehen werden. Und zwar hier die Chip-Produktion. Das Ziel für nächste Folge ist, das Ding komplett umbauen, neu strukturieren, damit wir mehr Chips produzieren und vor allem diese Chips mal verwenden, um dann die neue Forschung auch voranzukriegen, denn das ist ja der nächste große springende Punkt. Aber Leute, ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann.